Hallo, ich bin Charlie Fox und Sie sehen den Wirtschaftskalender. Hier ist ein Überblick von anstehenden Pressemitteilungen, die die Devisenmärkte am Dienstag, den 26. August, bewegen könnten. Um 7:30 Uhr morgens wird der Umfang der britischen Kreditgenehmigungen für Juli freigegeben. Die Zulassungszahl hat sich im Juni wieder erholt und das nach 4 rückläufigen Monaten. Um 7:30 Uhr GMT wird der Umfang der US-Aufträge für langlebige Güter für den Monat Juli veröffentlicht. Die Juni-Daten haben sich als unerwartet stark erwiesen und das nach einem 0,9%igen Rückgang im Mai. Den US-Hauspreisindex für Juni werden wir um 1 Uhr erfahren. Die Hauspreise stiegen weiter im Mai und zwar in einem schnelleren Tempo als der 0,1%ige Anstieg im Vormonat. Das hochbedeutende US-Verbrauchervertrauen für August wird um 2 Uhr bekannt sein. Im Juli erreichte der Index ein 7-Jahre-Hoch. Um 10:45 wird der neuseeländische Lebensmittelpreisindex für Juli herausgegeben. Im Juni verbuchte der Index den dritten aufeinanderfolgenden monatlichen Zuwachs, angetrieben durch saisonale Veränderungen der Gemüse- und Frischfleischpreise. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Schalten Sie morgen wieder ein für den kommenden Bericht über die wichtigsten anstehenden Ereignisse. Auf Wiedersehen.